Ja, herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder mal ein kleines Video von einer neuen Errungenschaft. Haben uns eigentlich Freunde draufgebracht auf einen Geburtstag. Der schwörte so sehr auf das Ding und hatte auch gleich Rezepte parat, dass wir uns mal darüber Gedanken gemacht haben. Und zufällig stehen wir, bevor wir hier losgefahren sind, im Lidl und da haben sie das Ding von 149 auf 70 € runtergesetzt. Und hatte auch die richtige Wattzahl, also dass du sie an jeder Steckdose eigentlich auch auf dem Campingplatz anschließen kannst. Mit 6 Ampere überhaupt kein Problem. Und wir haben es jetzt schon ein paar Mal ausprobiert die Woche und sind super zufrieden. Wären wir nie von alleine drauf gekommen, uns so ein Ding zuzulegen. Aber schaut mal selbst. Ja, liebe Camperfreunde, rundum geht's bei Puma Outdoor. Ja, die neue Errungenschaft in unserer Küche. Eine Heißluftfritteuse. Wie gesagt, die hat nur 1036 Watt. Die geht an jede 6 Ampere abgesicherte Steckdose dran. Überhaupt kein Problem. Speisen, wie jetzt haben wir, glaube ich, Gitterkartoffeln drin und Chicken Wings. Und sehen schon super aus. 20 Minuten, maximal 25 und schon ist das Zeug fertig. Ohne Öl, ohne irgendwas. Schmeckt super. Ist wirklich schön knusprig. Wir hatten schon mal welche. Einfach super. Sieht doch nicht schlecht aus. Naja, wie das letzte Mal, da waren sie ja schön knusprig, ne? Ja, hier gibt es auch nicht allzu viel dran zu stellen. Man stellt hier die Uhrzeit ein. Geht bis eine Stunde der Timer. Hier oben die Gradzahl einstellen und hast noch so einen kleinen Grill da drinnen und schon geht auch wunderbar zu säubern. Man nimmt einfach so ein Papier-Krepptuch, wisch aus und ist fertig. Ihr seht, wir sind begeistert von dem Ding. Super knackige Brötchen. Backt die auch, die unsere neue Heißluftfritteuse. Also gefüllte Kartoffelecken gehen auch super. Ein schönes Gläschen Rosé dazu. Eimer frei, Abendessen fertig. Oh, es gibt heute schon wieder neue leckere Sachen. Also unseren Öfchen aus Restern überbackene Brötchen. Morgens machen wir natürlich auch unsere frischen Brötchen drin. Aber das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt.